Hallo YouTube, herzlich willkommen hier zum ersten Fotokritik-Video auf meinem Kanal. Ich habe drei Bilder rausgesucht, die wir uns gemeinsam anschauen sollen. Drei Bilder, die ihr mir eingesendet habt. Und ja, wir wollen einfach zusammen schauen, was hätte man besser machen können und wollen die Bilder so ein bisschen bewerten. Es soll auf jeden Fall dazu dienen, dass ihr euch weiterentwickeln könnt und nicht, um gegebenenfalls eure Bilder vielleicht schlecht zu machen. Denn das sind sie mitunter überhaupt nicht, denn ihr habt das Bild so eingereicht, ihr denkt, es ist gut und das zeigt auch, dass ihr zufrieden seid und das ist die Hauptsache, wenn ihr so ein Bild macht. Ja? Und was ich sage, das ist meine Meinung und das mag nicht die einzige Meinung sein, die zählt, sondern wie gesagt, das ist meine Meinung und ihr könnt einfach da rausziehen, dann, was ihr ja, für euch eben rausziehen möchtet, was euch weiterbringen kann. Okay, schauen wir uns das erste Bild an, schalten kurz auf meinen Monitor. So, das erste Bild, das ist von Bastian Kottenstedte. Ich habe es hier mal in den Dateinamen reingeschrieben. Bastian, danke für deine Einsendung. Und wir wollen uns erstmal anschauen, beziehungsweise ich möchte euch gerne sagen, was der Bastian selbst zu dem Bild geschrieben hat. Hallo Christian, ich wollte dir dieses Foto mal schicken, weil es mir eigentlich sehr gut gefällt, aber ich doch gerne deine Meinung dazu wissen möchte. Ich fotografiere jetzt seit circa einem halben Jahr und das Foto habe ich mit meiner Nikon D3100 gemacht und mit einem 70-300 mm Tele. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Bild kritisieren würdest. Danke und Gruß Sebastian, beziehungsweise Bastian, Entschuldigung. Ja, sehr gern, Bastian. Wir schauen uns zunächst mal die Werte hier an, mit denen das Bild hier aufgenommen wurde. Das ist die Nikon D3100 gewesen, wie er schon gesagt hat. 1/200 Sekunde, Blende 11, ISO 100 und mit dem 70-300 bei 210 mm, also schon eher im oberen hohen Telebereich. Die Werte sprechen natürlich dafür, und das sieht man auf dem Bild auch ganz klar, dass hier eine Aufnahme mit Blitzlicht realisiert wurde. Denn normalerweise wäre bei diesen Einstellungen jede Aufnahme, die ihr macht, eher unterbelichtet. Deshalb ist hier ganz klar das Blitzlicht und das sieht man hier auch. Ich blende das nochmal kurz aus und wir schauen uns das Bild einfach mal zusammen an. Ich mache es etwas größer. Und ja, was sehen wir? Der Bastian hat hier eine Blume fotografiert, was mir prinzipiell von den Farben auf jeden Fall schon mal sehr gut gefällt. Was mir auf jeden Fall direkt positiv auffällt, ist die Anordnung, wie Bastian das hier gemacht hat. Und zwar hat er wirklich darauf geachtet, dass er hier unten links angefangen hat und das Ganze auf diesem Weg hier ins Bild reingebracht hat. Also der Betrachterblick kann hier diesem Grün folgen und gelangt dann hier zur eigentlichen Blüte, die dann eher im rechten unteren Drittel des Bildes ist. Wenn wir das Ganze mal mit dem freistellenden Werkzeug anschauen, sehen wir hier, dass das Hauptmotiv in meinen Augen ist bei einer Blume immer die Blüte oder die Blütenblätter. Und das hat er jetzt hier in den unteren Drittelbereich hier gelegt. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, ist eigentlich, dass man die Blume selbst gar nicht erkennt, sondern das ist eine Seitenaufnahme. Natürlich wäre dieser schöne Verlauf hier andernfalls wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Aber wie gesagt, das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Was mir aber trotzdem sehr gut gefällt, um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, ist eben dieser Beschnitt. Denn wenn wir jetzt einfach mal hier mit Taste O die verschiedenen Möglichkeiten des Beschnitts durchgehen, seht ihr, dass die Linien immer irgendwo passen. Auch hier wieder sieht man ganz klar, von oben kommt und von hier kommt, trifft sich das hier wieder auf der Blüte. Und auch wenn man die Spirale jetzt mal umdrehen würde, würde das sogar auch hier passen. Ja? Also der Beschnitt her gefällt mir wirklich sehr gut. Und auch dieser Verlauf von grün zu gelb, den er mit Sicherheit auch hier zeigen wollte, könnte ich mir gut vorstellen, gefällt mir sehr gut. Die Farbe das Ganze vor dem schwarzen Hintergrund aufzunehmen, das ist natürlich für die Farbe hier sehr vorteilhaft. Vor weiß hätte das Ganze nicht so gut gewirkt. Also alles in allem gefällt mir das hier sehr gut, auch wenn jetzt hier vom Blitzlicht ein paar Stellen hier zu hell sind. Wir wollen das mal kurz hier demonstrieren, aber man sieht, das ist eigentlich gar nicht wirklich der Rede wert. Das wirkt auf den ersten Blick so. Die Schärfe, die passt eigentlich auch, gefällt mir auch sehr gut hier. Die Blüte perfekt scharf, die Blütenblätter natürlich dann insbesondere das hier unscharf trotz Blende 11. Das spricht dafür, dass die
Blütenblätter sehr lang waren. Auch hier im Hintergrund sieht man das Ganze nochmal sehr gut. Aber sonst von der Struktur ist das hier wirklich sehr gut gelungen. Und für erst ein halbes Jahr fotografieren ist das hier auf jeden Fall meiner Meinung nach schon ein sehr, sehr gutes Foto. Insbesondere, weil es eben mit Blitzlicht gemacht ist und das nochmal eine gute Ecke schwieriger ist, beziehungsweise man da auch etwas mehr Erfahrung schon braucht. Also Bastian, meiner Meinung nach ein sehr schönes Foto, mach weiter so und ich hoffe, ich sehe noch mal was von dir dann das nächste Mal. Kommen wir zum nächsten Bild und das ist jetzt von Danny. Mehr habe ich dazu leider nicht von ihm bekommen. Also ich weiß nur, dass er Danny heißt. Erstmal nochmal danke dafür. Und er schreibt, hallo, erstmal coole Videos und Tutorials. Er ist fleißiger Zuschauer. Dankeschön dafür. Ich bin jetzt seit circa 5 Monaten dabei und möchte mal eine andere Meinung hören. So, ich habe das Bild im Glockengießer Wald in Hamburg gemacht und wollte einfach deine Meinung hören, was du dazu denkst und was du bei der Bearbeitung anders gemacht hättest. Okay, dann wollen wir mal genauer schauen. Er hat noch ein paar andere Fragen geäußert, die passen aber jetzt eher nicht ganz so hier zu dem Bild. Canon EOS 60D, also hier mal ein Canon-Vertreter und das Ganze gemacht als Langzeitbelichtung, finde ich sehr interessant. ISO 100 ist klar, die muss er sehr niedrig halten, um einfach eine lange Belichtungszeit bei dieser Situation hier zu bekommen. Also es war Abend, Nacht. Und was mir jetzt hier an Angabe fehlt, und wir können auch hier nicht reinzoomen, das Bild ist von der Foto-Community und dadurch wohl sehr klein. Was fehlt, ist hier die Blende. Aber, und das wissen vielleicht einige nicht, wenn ihr Lichter fotografiert, wie die jetzt hier zu sehen sind, dann entsteht dieses Sternmuster hier immer dann, wenn ihr die Blende sehr weit schließt, also eine kleine Blende wählt. Was für die Langzeitbelichtung natürlich auch wieder in dem Fall hier ganz klar spricht. Denn je kleiner die Blende war, obwohl es jetzt auf 50 mm war, das hat ja in der Regel 1,8er Blende, ist das hier vielleicht eine Blende 11, 16, irgendwas in der Art. Und dann bekommt ihr eben dieses schöne Muster und durch die lange Belichtung diesen Schweif um die Lampen. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut hier. Also es gibt gerade bei Nachtaufnahmen immer sehr schönes Muster. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist hier diese Bokeh-Reflexe, die dann zwangsläufig hier im Bild gelandet sind, hier von den einzelnen Lampen. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass du hier den Standpunkt so gewählt hast, dass du hier von diesem Bürgersteig nicht ganz mittig gewesen wärst. Das hätte ich noch ganz interessant gefunden, wenn du das so geschnitten hättest oder so fotografiert hättest, dass hier unten dieser Teil eben nicht mehr auf dem Bild drauf ist. Das stört mich jetzt ein bisschen. Dadurch geht nämlich diese Symmetrie, die du versucht hast zu erreichen, die Symmetrie der Straße geht ein bisschen verloren. Das sieht man auch hier an den Seiten ganz gut. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Die Lightstreaks sind natürlich jetzt sehr, sehr hell, einfach weil diese Belichtungszeit auf dieser scheinbar sehr viel befahrenen Straße mit 10 Sekunden schon so lange war, dass wohl viele Autos durchgefahren sind und du sehr starke Lichtschweife bekommen hast. Aber auch das ist natürlich dann Geschmackssache. Ich mag es aber lieber, wenn ein Auto durchgefahren ist und man dann eben nur dieses eine Auto dann seinen Lichtschweif ziehen sieht. Was mir jetzt persönlich in der Bearbeitung, ich weiß nicht, ob es überhaupt bearbeitet ist, aber was ich noch anders gemacht hätte, um die Nachtstimmung noch etwas mehr rauszuholen, das will ich euch gern kurz zeigen. Ich hätte das Bild etwas geringer belichtet und hätte mit einem Verlaufsfilter hier oben noch den Weißabgleich eher ins Bläuliche gezogen, um hier etwas mehr von der nächtlichen Stimmung, wo das Licht ja eh immer kühl und bläulich ist, einzufangen. Aber Danny, das hier zeigt auch, dass du dich mit der Fotografie schon auskennst und dass du weißt, was du da eigentlich gemacht hast. Du schreibst, du bist erst ein halbes Jahr dabei oder 5 Monate und dafür finde ich das Bild, wie gesagt, auch eigentlich okay. Wie gesagt, hier und da vielleicht ein bisschen mehr auf den Beschnitt achten, aber ansonsten gefällt mir das Bild wirklich
so wie du es hier gemacht hast, vom eigentlichen fotografischen Part her okay. Achte, wie gesagt, das nächste Mal noch ein bisschen mehr auf den Beschnitt. Okay, kommen wir zum letzten Bild heute. Das Ganze kommt von Tazkern. Tazkern, gucken wir mal gerade, was der geschrieben hat. Das habe ich immer auf meinem anderen Monitor hier liegen, das könnt ihr nicht sehen. Und Tazkern hat geschrieben: Hallo, ich habe dieses Bild bei einem Waldspaziergang aufgenommen. Bei diesem Bild wusste ich sofort, wie ich es bearbeiten werde. Nämlich schwarz-weiß und das außer den roten Rand des Schildes. Am Anfang gefiel mir das Bild nicht so gut, aber inzwischen denke ich, dass es mir doch recht gut gelungen ist. Okay, danke für deine Einsendung. Wir schauen auch hier nochmal erst auf die Daten. 1250. Sekunde bei Blende 5.3 ISO 200 mit der Nikon D3200. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man hier mit der ISO hat müssen auf 200 gehen. Auch hier die ganzen Werte, die sind für mich noch so ein bisschen das Indiz dafür, dass du noch nicht so genau weißt, wie diese Werte zusammenhängen. Denn eine 1250. Belichtungszeit bei dieser Brennweite, das ist im Zuge, dass das hier eine Tagaufnahme ist, einfach viel zu viel, das brauchst du nicht. Da hätte ich jetzt eher die ISO runtergesetzt und hätte vielleicht auch mit der Blende noch ein bisschen was gespielt, aber sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, der hier Wert, die lange oder sehr, sehr kurze Belichtungszeit, das korrespondiert ein bisschen mit dieser ISO 200, aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das schon die geringste Stufe hier bei der D3200 ist. Ansonsten, wenn noch eine Stufe niedriger, also ISO 100 gehen würde, dann wähle doch das nächste Mal einfach ISO 100, denn dann hast du weniger Bildrauschen drin, wobei das bei ISO 200 jetzt sehr, sehr minimalistisch ist. Aber einfach, um es gesagt zu haben, wählst du 100 und dann hast du hier noch die Hälfte und das reicht eigentlich durchaus immer noch völlig aus, für das aus der Hand zu schießen. Okay, die Blende 5.3 hast du mit Sicherheit deshalb gewählt, um hier möglichst viel dann scharf zu bekommen. Das ist dir auch, wie man hier sieht, gelungen. Also die Schärfe auf dem Schild ist definitiv da. Im Hintergrund sieht man, ist das natürlich dann schon unscharf, was wieder für den großen Abstand von hier unten bis hier hinten hin dann spricht. Du hast dich für ein Color Key, ein sogenanntes Color Key entschieden. Das heißt, alles schwarz-weiß machen und letztendlich dann nur ein Objekt farbig lassen. Also ich persönlich muss zugeben, dass ich kein Freund von diesen Color Keys bin, denn das Ganze funktioniert wirklich nur sehr, 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 sehr selten. Und ich muss jetzt leider zugeben, dass das in meinen Augen hier nicht funktioniert hat, denn für mich gibt es hier keinen Grund, hier ein Color Key draus zu machen. Ich finde immer, entweder macht man was schwarz-weiß oder man macht es farbig. Aber dieses Entsättigen und dann an irgendeiner Stelle, dass die Farben reinbringen, das passt nicht immer. Also in diesem Fall hier, was hat das rote Schild hier jetzt, was drückt das jetzt aus, dass das rot ist und der Rest eben schwarz-weiß? Also da gibt es für mich keine Verbindung. Sicherlich kann man das tun. Ich bewerte jetzt erstmal noch die anderen Sachen, die mir auffallen. Also was mir jetzt noch persönlich aufgefallen ist, was mir sehr gut gefällt, ist, dass du hier den Weg hier unten links beginnen lasst hassen, gelassen hast, Entschuldigung, und den so ins Bild reinlaufen lässt. Dadurch lenkst du natürlich den Betrachterblick, aber genau das ist jetzt auch der Punkt, den ich viel interessanter finde. Ich wäre hinter das Schild gegangen und hätte das Ganze dann aufgenommen. Das wäre in meinen Augen noch ein Ticken interessanter gewesen, als dieses blöde Schild hier irgendwie damit einzubauen, weil es für mich irgendwie ja keinen Bezug zu der Szenerie hat. Als Landschaftsaufnahme, vielleicht auch gar nicht mal als Schwarz-Weiß-Bild, sondern einfach die Winterstimmung einfangen und diesen Weg als leitende Linie ins Bild zu nutzen, das hätte mir persönlich jetzt hier besser gefallen. Und vielleicht wäre es auch noch dann schöner gewesen, wenn noch etwas mehr vom Himmel auf dem Bild zu sehen gewesen wäre. Also hier auf jeden Fall Color Key
Wie gesagt, wer ein Freund davon ist, gerne. Aber ich bin der Meinung, es funktioniert nicht immer wirklich, also es funktioniert eigentlich nie, außer in ganz, ganz seltenen Fällen. Ich habe in den letzten Wochen genau ein solches Bild gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das gefällt mir. Aber ich denke, dass das hier Bild auf jeden Fall deutlich mehr Message und Ausstrahlung gehabt hätte, wenn du es in Farbe gelassen hättest. Also probier dich ruhig mal an Farbfotos oder sende mir gern auch beim nächsten Mal dann nochmal irgendwie was, vielleicht auch das gleiche Bild nochmal in andere Variante. Okay, das soll es gewesen sein von diesem ersten Fotokritik-Video. Und ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze bei mir abläuft. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir eure Fotos zusendet. Dann kann ich dazu natürlich auch wieder ein Video machen. Also wenn ihr mit dabei sein wollt bei der nächsten Fotokritik, dann schickt mir doch einfach eure Fotos über das Formular, das ihr in der Videobeschreibung findet. Einfach mal draufklicken, dann kommt ihr zu diesem Einsendeformular, füllt dort die Felder aus, ladet den Link zu eurem Bild mit in das Formular und schickt mir das Ganze dann und dann seid ihr beim nächsten Mal sicherlich auch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben, drückt hier unten bitte auf Abonnieren und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, viel Spaß bei der Fotografie und ciao.